Ach du Scheiße. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Battlefront 2 Video und der allerbesten Mod, die ich bis jetzt gesehen habe. Und zwar eine perfekte, würde ich sagen, eine perfekte Map-Mod. Und zwar Coruscant Streets. Einfach eine scheiß Coruscant-Map ist das einfach hier. Von Darth Maul, der Fighter. Alter, ich habe ja schon mal eine Coruscant. Oben fliegen einfach Flieger lang. Alter, ich weiß gar nicht. Wo kommt das alles her? Wie macht man sowas? Was ist das? Ich habe ja schon mal eine Coruscant-Mod vorgestellt. Da war halt eben, das war auf Bespin, da hat man einfach so die Gebäude ein bisschen verändert. Aber das hier ist wirklich eine komplett neue Map. Ersetzt Kashyyyk in Instant Action. Ich habe jetzt auch natürlich passenderweise auch die Instant Action Prequel Mod draufgeknallt. Damit das Ganze natürlich auch passt. Alter, das sieht so krass aus. Wo kommen die ganzen Gebäude? Also, wo kommt das alles her? Es gibt ja gar keinen richtigen Map-Editor. Ah, okay, aber da hinten erkenne ich. Das ist hier der Venator von Kashyyyk. Alter, das sieht so geil aus. Es gibt ja auch noch mehrere Mods, die halt eben Maps komplett verändern und komplett neu machen. Naboo Plain zum Beispiel, Mimban gibt es auch. Da wird es, glaube ich, demnächst auch noch ein Video zu geben. Aber das hier schlägt das um Welten. Das hier ist einfach perfekt, das Ganze hier. Vor allem, dass sie... Also die KI weiß ja auch teilweise, glaube ich, wo sie hin muss. Habe ich das Gefühl. Alter, wie heftig ist das, bitteschön. Es gibt die ganze Mod auch zu anderen Tageszeiten. Bei Tag gibt es das Ganze noch und bei Sonnenuntergang. Sonnenuntergang schauen wir uns auch später an. Das ist heftig. Die kriegen erstmal schöne Granate ab. Ey, ich will gar nicht fighten. Ich schnapp mir jetzt gleich hier einfach einen Helden und erkundet erstmal die Map hier mit euch. Das ist einfach... Vor allem auch passenderweise haben die alle hier den Coruscant-Skin. Heftig. Ich glaube, am besten ist, wenn wir uns Django nehmen. Achso, warte. Wie fliegt der denn so? Kann man hier hoch? Das wäre natürlich richtig geil. Ehre, man kann hier einfach hoch. Alter, das passt ja auch. Man schwebt halt eben nirgendwo rum. Man steht halt eben wirklich oben drauf. Mal gucken, wie weit wir hochkommen, ne? Hier kommen wir hoch. Jetzt habe ich keinen Treibstoff mehr. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Da unten läuft das Soaker rum. Alter, wie heftig. Wie macht man sowas? Ganz ehrlich. Wie kriegt man sowas hin? Ich bin einfach sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sieht so geil aus. Hier unten haben wir Obi-Wan. Aber, also, ganz ehrlich, ihr müsst das mal in die Kommentare schreiben. Wo sind die ganzen, wo kommen die Gebäude her? Also, die Assets, die Elemente, die 3D-Elemente, die müssen ja irgendwo herkommen. Das ist also, auch hier so diese Tafeln und so weiter. Ach so, das sind ja die Blendteile da. Oh, scheiße. Alter, ey, das ist so krank. So, der kriegt hier, das habe ich mittlerweile von euch gelernt, dass das heftig Schaden macht. Nee. Okay, also Bosk wusste gerade schon mal nicht, wo es lang geht. Wir lassen den einfach mal in Ruhe. Ich cruise hier erstmal noch ein bisschen weiter. Ist halt eben blöd, dass der so wenig Leben nur hat. So wenig Treibstoff, meine ich natürlich. Alter, sieht das heftig aus. Ich bin auch gleich schon gespannt auf die Sonnenuntergangsversion. Und wie gesagt, eine Tagsversion gibt es auch. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ans andere Ende der Map. Schauen uns das da mal an. Okay, hier sind LATs geparkt. Lass mich hier jetzt hier nicht vom Wookie wegmachen. So, geht doch. Treibstoff schon wieder leer, okay. Und hier ist ja auch schon Ende wieder der Map. Einfach nur geil. Also das ist einfach... Es gibt ja keinen, habe ich ja schon mal gesagt, es gibt ja keinen Map-Editor. Was sind das überhaupt für Fighter? Es gibt ja gar keinen Map-Editor. Die können ja nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt hier so und die können sich das alles vernünftig anschauen. Hier ist einfach so ein...
X-Wing mit BB-8 am Start. Alter, sieht das geil aus. Ich weiß gar nicht, ich wiederhole mich hier einfach nur. Alles rein geschäftlich. Wäre immer auch geil, wenn man irgendwo rein könnte, aber das ist natürlich, dass überhaupt so eine Map gemacht werden kann, das ist einfach nur heftig. Man kann teilweise, hier kann man zum Beispiel nicht reinlaufen. Und die KI ist halt eben auch ein bisschen überfordert. Zack. Gut, kann mich hier jetzt einer nochmal schnell töten. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal auf der hellen Seite an und bei der Sonnenuntergangsversion. Und das Ganze jetzt nochmal aus der Sicht der Klone in der Sonnenuntergangsversion. Alter, die sieht natürlich auch geil aus. Mit der Sonne hier auch. Alter, vor allem, das hatte ich zum Beispiel, ich habe auch schon die Mimban-Map und so weiter ausprobiert. Die war halt eben schon ziemlich dunkel, aber hier passt das von dem Licht eigentlich ziemlich gut. Klar, es gibt jetzt nicht unbedingt super Schatten und so weiter. Aber ich glaube, das kommt schon dem am nächsten, was wir jemals von der Coruscant-Map bekommen könnten. Auch mit dem Zeug, was hier auf dem Boden liegt, das ist... Krank ist das, wie macht man sowas? Gut, wenn ich reinzoome, dann nimmt es halt eben ein bisschen ab von der Sättigung her. Wir ziehen direkt weiter. Wir versuchen uns wieder den Held zu schnappen und erkunden das dann nochmal, das Ganze hier. Heftig wäre natürlich gewesen, aber das kann man wahrscheinlich nicht machen, weil man irgendwie im Hintergrund den Senat sehen würde oder den Jedi-Tempel. Aber wie gesagt, ich weiß halt eben überhaupt nicht, woher die Gebäude überhaupt kommen. Auch die ganzen Sachen da im Hintergrund. So nice. Und ich habe jetzt auch endlich mal dran gedacht, mal eine andere Waffe hier für euch auszuprobieren. Das heißt, ihr müsst das nicht in die Kommentare schreiben. Da weiß ich mittlerweile Bescheid. Okay, 3500 Points. Also wie immer, Leute, ab mit eurer Meinung in die Kommentare. Eure generelle Meinung und vielleicht auch, was ihr hier für ein Detail am besten findet. Ich finde halt eben hier den View, diesen Ausblick unschlagbar. Mit den Hochhäusern da im Hintergrund gerade und den Schiffen, die da oben langfliegen. Mit dem Sonnenuntergang. Einfach nur geil. Und jetzt haben wir, glaube ich, endlich den Zeitpunkt gewünscht, den ich mir letztens mal in einem Instant-Action-Video gewünscht habe. Zu dem Zeitpunkt, dass man wirklich vernünftige Mods machen kann. Beziehungsweise halt eben Map-Mods. Ja, guckt euch das doch nun mal an. Also es gibt noch mehrere ganz gute Map-Mods. Da werde ich auch, wie gesagt, ein Video demnächst mal zu machen, wo ich sie alle mal so ein bisschen anzocken werde. Ansonsten, wir zocken hier die Map ja auch nur ein bisschen an. Wenn ihr da aber gerne mal eine volle Folge einfach zu sehen möchtet, könnt ihr mich das natürlich auch in den Kommentaren wissen lassen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich finde sogar die Sonnenuntergangsversion ein bisschen nicer, weil hier leuchten auch schon die ganzen Gebäude und so weiter und man hat aber nochmal hier diesen Coruscant-Vibe dabei, finde ich, mit dem Sonnenuntergang. Das passt einfach. Das passt einfach. Aber die Anzeigen da, wo, also bis jetzt war es ja eigentlich so, dass man halt eben mehr oder weniger einfach nur Elemente genommen hat und die, wie auch immer, halt eben auf die Map geklatscht hat, irgendwo abgestellt hat, so eine Reihe von TIE-Jägern und so weiter, aber hier weiß ich gar nicht, wo das Ganze alles herkommt. Oh scheiße, da ist der Count Dooku, Junge. Der kommt hier direkt erstmal, um Palpatine Bericht zu ergeben. Und das, ich denke, das hier ist halt eben nur der Anfang. Das Ganze wird ja immer noch besser werden. Weil das sind ja erst wir sind ja erst in der Anfangsphase, glaube ich, von den ganzen Map-Mods. Da wird, glaube ich, auf jeden Fall noch mehr auf uns zukommen. Alter, wird Bosca demoliert. Dass die Maps halt eben immer weiter entwickelt werden und immer mehr möglich ist. So war es ja bei den normalen Mods ja auch. Wir sind ja jetzt an dem Zeitpunkt, wie bei der Instant-Action-Mod ja zum Beispiel, dass man komplett neue Helden einfach zu einem neuen Slot hinzufügen kann. Ah, guck mal, Steps gibt es ja auch gut. Deswegen, da kommt noch viel auf uns zu und... Ich meine, wenn man jetzt mal die Coruscant-Map hier vergleicht mit der Bespin-Coruscant-Map. Mach mal hier keinen Stress.
Es ist so geil. Es ist einfach so geil. Kurz das HUD ausstellen. Alter, sieht das heftig aus. Sehe ich zwar, kann ich zwar nicht mehr gut spielen, aber das sieht so geil aus. Alter, wo kommt das hier zum Beispiel her? Ah, das ist aus der Kampagne. Das ist hier das, irgend so ein Bild von Aiden. Ah, das stimmt, das können alles Elemente aus der Kampagne sein, die ganzen Gebäude und so weiter. Klar, das könnte natürlich ziemlich gut sein. So, dem erstmal kurz die Schnauze einschlagen. Könnte man nicht auch rein theoretisch, also das konnten die bei DICE ja nicht so einfach machen, einfach die Maps aus der Kampagne nehmen und übernehmen in den Singleplayer irgendwie. Dass man beispielsweise, also man muss wahrscheinlich, damit die KI und das mit den Kommandoposten und so weiter funktioniert, muss man wahrscheinlich immer eine Map dadurch ersetzen. Also hier zum Beispiel wird ja Kashyyyk ersetzt und da werden halt eben wahrscheinlich die ganzen Assets von Kashyyyk entfernt und die neuen draufgesetzt. Wäre halt eben krass, wenn man das irgendwie dann jetzt Vardos oder sowas einfach hier draufpacken könnte. Das konnten die ja, die Map konnten die ja nicht einfach für den Multiplayer, also alle Kampagnen-Maps ja nicht für den Multiplayer übernehmen, weil die ja, Alter, wie lange Count Dooku einfach die ganze Zeit lebt, weil die ja viel hochwertiger von der Qualität waren, dass das mit dem Multiplayer nicht so gut funktioniert hätte. Aber trotz kein HOD treffe ich die trotzdem ganz gut. Warte, wir können doch einfach jetzt auch noch Darth Maul da am Start. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was für Fähigkeiten Rex überhaupt hatte. Oh, er ist tot. Nice. Also wenn man da irgendwie Maps aus der Kampagne oder auch die Bespin-Map, die Bespin-Nacht-Map übernehmen könnte, das würde ich übelst feiern. Okay, gut Leute, ich glaube, das wäre es dann erstmal für das Video gewesen. Wie gesagt, nur mal kurz ein bisschen die Map anzocken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Dann würde ich vielleicht auch nochmal eine komplette Runde hier auf der Map spielen. Und natürlich ab in die Kommentare mit eurer Meinung zu dieser Mod, was ihr am interessantesten und am besten fandet. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Haut rein, da bin ich auch jetzt passenderweise gestorben. Bis zum nächsten Mal.